Dann wollen wir mal mit den Lektionen weitermachen. Ich habe wieder eine Aufnahmepause gehabt, weil ich die Lektion ja nur mache, wenn sie mir Bücher bringen. Und ja, es geht heute um Lumos Solem. Da muss ich an Laudate Solem denken. Laudate Solem, dieses Jahr, am 21. Mai, an bekannter Stelle. Ja, das war mal schöne Werbung. Ja, aber dazu jetzt nicht mehr. Lumos Solem ist ein Zauber. Und zwar ein Zauber, den ich wieder nicht anerkenne, weil er nur im Film vorkommt. Ich habe mich dazu mal im Potter-Wiki schlau gelesen. Hermine benutzt diesen Zauber, um Ron im ersten Film von der Teufelsschlinge zu befreien. Im Buch allerdings verwendet sie dafür den Zauber, mit dem sie auch Snapes Umhang angezündet hat. Das ist der hellblaue Flämmchenzauber. Der heißt im Original Bluebell Flames. Ja, das ist was völlig anderes. Denn Lumos Solem bewirkt, dass es taghell wird. Und das hätte jetzt nicht viel gebracht, wenn man Snapes Umhang anzünden will. Ja, also ein reiner Filmzauber, den ich nicht anerkenne, weil die Bücher Kanon sind, die Filme nicht. Aber jetzt kommt er auch noch im Film, im Spiel vor. Ich schau mal, was Flitwick uns dazu zu erzählen hat. Ja, als erstes gibt es einen Vortrag über Lumos Solem. Unser heutiges Thema wird Ihren Tag aufhellen. Wir werden Lumos Solem lernen, einen Zauber, der einen grellen Blitz aus Sonnenlicht erzeugt. Halten Sie also Ihre Sonnenbrillengriff bereit, zu Ihrem eigenen Schutz. Ich habe einen Vortrag über Lumos Solem vorbereitet. Hoffentlich finden Sie ihn erhellend. Ja, bitte? Also dann, erzähl mal. Dieser Zauber sorgt definitiv für jede Menge Licht. In diesem Buch steht, dass Lumos Solem wirksam gegen Teufelsschlingen ist. Also nicht, dass Hermine Granger das in einem Film gemacht hätte, weil... Im Buch hat sie es nicht gemacht. Nee? Diesen Zauber hebe ich mir für einen regnerischen Tag auf. Ja, das lohnt sich ja total. Dieser Zauber ist für Lumos ungefähr so, wie die Sonne für eine Fackel ist. Schöner Vergleich, Professor Flitwick. Wie viele Arten von Lumos gibt es denn? Das verrate ich dir nicht. Gibt es für Lumos Solem einen Gegenzauber, so wie es für Lumos ja Nox gibt? Gibt es dann auch einen Gegenzauber für Lumos Solem? Mega Nox? Ein helles Köpfchen wie sie sollte keine Schwierigkeiten mit dieser Frage haben. Worauf bezieht sich das Solem in Lumos Solem? Sonne, Mond und Sterne. Genauso ist es ja auch bei der Laudate Solem. Preiset die Sonne am 21. Mai 2022 an bekannter Stelle. Ja, ich wollte mir noch die Schminke abmachen, weil, Quidditch ist ja vorbei und jetzt sehen wir die richtigen Farben ja zum Glück wieder bei der Vitrine. Ach, wir müssen jetzt die Effekte nachschlagen. Die Effekte eines Zaubers sind genauso wichtig wie sein Zauberspruch. Hoffentlich schreiben Sie ausführlich mit. Natürlich, ich schreibe immer mit, Professor Flitwick. Ich habe Lumos in meiner allerersten Stunde in Zauberkunst gelernt. Nachzulesen auf belletristica.de. Lumos Solem ist sehr hilfreich gegen Teufelsschlingen. Ja, wir wissen inzwischen, dass Hermine Granger es fälschlicherweise im Film angewendet hat. Wäre es jetzt angemessen, eine Sonnenbrille zu tragen? Nur für den Fall, dass gleich jemand Lumos Solem macht. Flitwick ist sonniger als Lumos Solem. Ich schmeichle ihn, Professor. Richten Sie Ihren Zauberstab niemals auf Ihre Augen, wenn Sie Lumos Solem zaubern. Ja, okay. Nur gut, dass ich mich heute mit Sonnencreme eingecremt habe. Das von diesem Zauber abgegebene Licht ist so hell wie ein Sonnenschein. Das ist ja alles nichts hier. Sie können keinen Zauber ausprobieren, ohne sich seine Effekte einzuprägen. Ich glaube, ich habe mir die Effekte eingeprägt. Dürfen wir jetzt mal Lumos Solem sehen? Oder müssen wir dafür erst auf die Laudate Solem? Wie oft mache ich jetzt heute noch Werbung für die Laudate Solem? Ich weiß es nicht. Ja, wir üben jetzt Haltung. Wahren Sie Haltung, Mr. Bailey. Diese Vorführung von Lumos Solem wird sehr erhellend sein. Ja, ich will mal... Ich darf eigentlich gar nicht hingucken, wenn er das macht, oder? Wir brauchen überirdische Konzentration, um Sonnenlicht zu erschaffen. Ja, weil die Sonne überirdisch ist. Hat Professor Flitwick Lumos jemals in seinem Unterricht vorgeführt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich soll mal auf Belletristica nachschauen. So, es kommt nun wieder eine Lesung aus Cody Bailey und die verwunschenen Verliese, Kapitel 2. Freut mich, Sie kennenzulernen, Professor Flitwick, begrüßte Cody ihn anständig. Ich freue mich schon so auf Zauberkunst. Sie sind Mr. Bailey, nicht wahr? Flitwick lächelte väterlich. Wenn Sie Ihrem Bruder nacheifern, sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Er war einer meiner besten Schüler, allerdings war er auch einer meiner rebellischsten Schüler. Während Sie sich an die Regeln halten? Ich werde mich bemühen, die Regeln einzuhalten, kann aber nichts versprechen, antwortete Cody ganz diplomatisch. Nun gut, Mr. Bailey, setzen Sie sich, der Unterricht beginnt gleich.
Flitwick gab ihm kurz Zeit, sich neben Raufen zu setzen, dann begrüßte er die Schüler zum Unterricht. Willkommen zu Ihrer ersten Stunde in Zauberkunst. Ich bin Ihr Lehrer, Professor Flitwick. Bitte passen Sie gut auf, wenn ich Anweisungen gebe, und üben Sie die Zaubersprüche, die Sie lernen, gut ein. Heute lernen wir einen sehr wichtigen Zauberspruch, der auch als Lichtzauber bekannt ist. Dieser Zauberspruch ist besonders an dunklen Orten nützlich. Das gilt für düstere Räume, in denen Sie nach verborgenen Gefahren suchen, aber auch für Situationen, in denen Sie eine Schriftrolle finden wollen, die unter das Sofa gerollt ist. Schon stellte er den Zauber vor. Lumos! An der Spitze von Flitwicks Zauberstab entstand ein leuchtender Punkt, der das Klassenzimmer in helles Licht tauchte. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie fragen sich wahrscheinlich, wie das geht. Ich erkläre es Ihnen. Hören Sie genau zu. Alle Augen auf mich, also die Augen in Ihren Köpfen meinte ich, nicht die aus dem Fach Zaubertränke. Ja, also, er hat es damals vorgeführt. Jetzt wissen wir, deine Frage wurde beantwortet. Jay, schläfst du da hinten? Ja, machen wir mal weiter. Professor Flitwick verwendet besonders ausgeprägte Bewegungen bei diesem Zauber. Ehrlich gesagt bevorzuge ich wolkige Tage, sie sind weniger anstrengend für die Augen. Na, stimmt schon, aber sonnige sind trotzdem schöner. Wie machst du es, dass deine Haltung so sonnig aussieht? Ich frage mal Professor Flitwick. Die Sonne ist gerade voll und selbstbewusst und so sollte auch ihre Haltung sein. Okay. Hervorragende Haltung, Cody Bailey, bitte führen Sie den Zauber vor. Das ist jetzt aber nur meine Haltung und noch nicht Lumos Solem. Ich zeig mal, wie gut ich Haltung wahren kann. Und, war das gut, Professor Flitwick? Ah, das war gut. Toll. Jetzt kommen die Details zu Lumos Solem. So, helle Schüler wie Sie sollten mit diesen Details keine Schwierigkeiten haben. Ich sollte mir die richtigen Zauberstabbewegungen für Lumos Solem aufschreiben, habe ich den Eindruck. Man muss kein Genie sein, um sich diese Details zu merken. Etwas Konzentration reicht aus. Das sind Bücher aus der Bibliothek und die sind seit 3 Monaten überfällig. Mist, ich muss auch noch zur Bib. Lumos wurde von Levina Monk Stanley im Jahr 1772 erfunden. Energie ist alle und ich mache einen Cut. Extreme Zaubersprüche klingt vielversprechend. Ich bin hell genug, um Lumos Solem... Nein, ich bin doch nicht hell genug. Ich bin überhaupt nicht helle. Ich bin ein arroganter Gryffindor-Schüler. Flitwick, kommt, Cody. Tu das, willst du dich konzentrieren? Ich konzentriere mich immer in Flitwicks Unterricht, das ist doch bekannt. Ja, und jetzt wollen wir endlich Lumos Solem zaubern. Komm schon, es ist beinahe an der Zeit, Lumos Solem zu zaubern. Nehmen Sie sich einen Moment für die Vorbereitung. Okay, ich gebe mein Bestes. Wann hat bei dir diese Blumen immer in einem Notizbuch gezeichnet? Die sehen total echt aus. Ich frage mich, ob ich es schaffen werde, diese Bücher bis zum Schuljahresende zu lesen. Wenn Penny ein Zauberspruch wäre, dann wäre sie Lumos Solem. Lumos Solem. Lumos Solem. Ja, okay. Gut, dass ich ausführlich mitgeschrieben habe. Danke an mein Ich in der Vergangenheit. Okay, Welt, hier kommt die Sonne. Und Gruß an mein Ich aus der Zukunft, das hier alles schneidet. Sie sind an der Reihe, Lumos Solem zu zaubern. Das ist doch nur Lumos, okay. Dann, jetzt, bitte. Jetzt, Achtung. Sonnenbrille aufziehen. Wie das war's? Hallo? Lumos Solem? Ich dachte, und bam, und buff, und Nicht amazing. Das war überhaupt nicht amazing, Professor Flitwick. Das war schwach. Ich hatte mir jetzt mehr erwartet. Wo ist denn jetzt hier der große... Danke für das Pornobuch. Nee, also das... Kann ich das so akzeptieren? Och. Ich dachte, jetzt kam hier so voll der Brain-Fuck und... Puff und bam. Aber dann halt nicht. Naja, Arrivederci, over and out.